Dobro utro. Falls hier jemand Russisch kann. Es ist ein Meilenstein im Leben eines jeden Gläubigen, wenn er gelernt hat, sich selber zu motivieren, konstant zu bleiben, fokussiert zu bleiben und nicht mehr Antrieb und Anschubsen von außen braucht, sondern er geht seinen Weg, egal wie die Umstände sind, egal was die anderen drumherum machen, er geht seinen Weg und er geht immer tiefer hinein in diesen Strom des Heiligen Geistes, in die Erkenntnis Gottes, in die Gemeinschaft mit Gott und in seine Berufung hinein. Und er lässt sich von nichts mehr ablenken, von keinen Strömungen, von keinen Modebetonungen, die gerade so irgendwie aktuell sind, sondern er geht seinen Weg und er ist motiviert. Das ist ein Meilenstein für jeden Gläubigen, wenn er an diesen Punkt gekommen ist. Und eine Riesenentlastung für die Ältesten. Und es ist ein Meilenstein, wenn das Gros der Gemeinde an diesen Punkt gekommen ist, wo sie gelernt haben, sich selber zu motivieren. Und um das geht es heute Morgen. Ist das gut? Kann man das brauchen? Lass uns das Buch aufschlagen. 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 11, bitte. Und ich lese hier nur einen einzigen Vers, Vers 2. 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Diese Botschaft hat nur 2 Punkte, sehr übersichtlich. 2 Punkte. Erstens, da ist ein brennender Eifer im Herzen Gottes. Und zweitens, dieser Eifer kann und soll und muss in uns wohnen. Das sind die beiden Punkte. Halleluja. Paulus sagt, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, mit Gottes Eifer. Der Eifer, der im Herzen Gottes ist für sein Volk, der hat Paulus ergriffen und hat sein Herz in Brand gesetzt. Und das war der Motor eines jahrzehntelangen, überaus fruchtbaren Dienstes. Und durch all die Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten und Hindernisse und Attacken des Feindes ist er niemals müde geworden, sondern er ist immer weitergegangen. Und er ließ sich nicht beirren. Nichts und niemand konnte ihn von seinem Kurs abhalten. So etwas ist absolut übernatürlich. Das findet man nicht in dieser Welt. Es braucht Gott, der in uns wirkt und der solch ein Wunder tut. Und wir alle brauchen dieses Wunder. Und nicht nur einmal, sondern wieder und wieder und wieder. So, da ist ein Eifer, den Gott hat für sein Volk. Das heißt, da ist ein brennendes Verlangen, da sind Ziele, da ist eine Sehnsucht, da ist etwas, wo er hin will. Und da lässt er nicht locker und das ist nicht irgendwie für ihn eine Nebensache. Naja, wenn es nicht klappt, dann macht er halt was anderes. Ist ja auch nicht so schlimm, sondern Gott ist absolut entschieden, seine Ziele, die er mit seinem Volk hat, zu erreichen. Und nichts und niemand wird ihn aufhalten. Und diesen Eifer Gottes, den müssen wir kennenlernen, nicht nur als Theorie, nicht nur als Gedanke, nicht nur als Bibelvers, sondern wir müssen Gott so nahe kommen, dass wir diesen Eifer erkennen, dass dieses Feuer, das da brennt, uns selber in Brand setzt. Das ist der Plan Gottes und das ist ein Riesenschritt vorwärts für Durchbrüche des Reiches Gottes. So, lass uns ein paar Gedanken machen darüber, was ist der Eifer Gottes für sein Volk? Was bedeutet das, dass er Eifer hat für sein Volk? Worum geht es ihm? Ich glaube, das Allerwichtigste für Gott ist, dass wir mehr und mehr erfüllt sehen, Matthäus 22, 37. Gott lieben von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit unserem Verstand, mit unserer Seele, mit allem, was in uns ist, ihn zu lieben mehr als irgendetwas anderes. Das ist auf seinem Herzen. Du denkst, ja, er hat dieses Verlangen, geliebt zu werden. Ja, ist das nicht irgendwie selbstsüchtig? Nein, er weiß, das ist für uns das Allerbeste.
wenn wir ihn lieben von ganzem Herzen. Das ist für uns der beste, der gesündeste, der sicherste, der schönste Lebensstil, der überhaupt nur denkbar ist. Und wenn wir etwas anderes mehr lieben als ihn, wir werden unser Leben zerstören. Wir werden unser Leben zerstören. Und deswegen hat Gott dieses Herz, dass er möchte, dass wir ihn lieben, und zwar auf seine Art und Weise. Wir brauchen viel Unterweisung, wir brauchen viel Studium des Wortes, wir brauchen viel Berührung vom Heiligen Geist, um rauszukommen aus unserer sentimentalen Vorstellung von Liebe und zu verstehen, wie will Gott geliebt werden. Er setzt die Bedingungen, er ist Gott, er darf sagen, wie er geliebt werden möchte, und er darf es uns gebieten, weil das das Allerbeste für uns ist und weil es ihm dann wirklich die Ehre gibt. Und wenn wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, dann müssen wir ihn kennen, dann müssen wir ihn aus Erfahrung wirklich kennenlernen. Wir müssen Begegnungen mit ihm haben, die uns rausholen, rausziehen aus unseren religiösen Klischees und Vorstellungen, die wir übernommen haben von irgendwelchen anderen Leuten, die auch nicht wirklich Gott gekannt haben. Oder rausholen aus unseren eigenen Konstrukten und unseren Ideen. Es braucht Gott, um uns zu verändern, um in uns dieses Feuer anzuzünden. Und wir müssen ihn sehen, wie er ist. Und das geschieht durch den Heiligen Geist, durch das Wort, durch den Heiligen Geist, der das Wort zu einer lebendigen Kraft macht in unserem Herzen. So geschieht es. Wir sollen ihn sehen. Nur wenn wir ihn sehen, wie er ist, wird unser Herz in Brand gesetzt werden. Nur wenn wir seine Worte hören, direkt von ihm, und nie hören als Gotteswort und nicht als Menschenwort, nur dann bewirkt das etwas in unserem Herzen. Was haben die Jünger auf dem Weg nach Emmaus gesagt, als sie Jesus begegnet sind, aber sie haben gar nicht gewusst, dass es Jesus war. Er hat sich nicht offenbart. Sie reden mit ihm und er öffnet ihnen die Schriften. Er redet mit ihnen über Schriftworte aus der Bibel, die ihn betreffen. Nachher rekapitulieren sie das Gespräch und sagen, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Ihr Herz wurde in Brand gesetzt, als er zu ihnen redete. Es reicht nicht aus, Predigten zu hören. Es reicht nicht aus, ein bisschen in der Bibel zu lesen, die Losungen zur Kenntnis zu nehmen. Du musst das Reden Gottes hören. Du musst seine Worte hören, als das ist Gott, der zu mir spricht. Halleluja. So hat mein geistiges Leben angefangen. So war es, wie überhaupt der Herr zu mir gekommen ist. Ich war in totaler Finsternis und wohnte dann einmal im Bauernhaus, war der letzte Überlebende einer Hippie-Kommune. Die anderen, da habe ich alle schon irgendwie rausgegrault oder sind von alleine gegangen oder weiß nicht. Ich war der letzte Mohikaner da in diesem alten Bauernhaus. Und es war kalt und ich hatte nichts zu heizen und ich habe Holz geholt vom Boden, um mein Wohnzimmer zu heizen. Die Wohnung war so kalt, der Bauernhof war so kalt, dass die Töpfe, die Joghurtbecher mit Wasser, wo die Pinsel standen von meiner Malerei, gefroren waren. So kalt war es in der Wohnung. Du kannst den Pinsel nehmen und den Joghurtbecher dann in der Luft halten. Ja? So kalt war das. Und ich hatte nichts zu heizen und ich holte Holz vom Boden, um wenigstens das Wohnzimmer zu heizen. Und dann habe ich das alles in den Ofen getan und da war ein Bild und ich wollte dieses Bild zerbrechen, weil es passte nicht in den Ofen. So, ich wollte das Bild zerbrechen und auf einmal sehe ich, das ist gar kein Bild, das ist ein Text. Da steht etwas geschrieben, es ist nur ein Bilderrahmen mit einem Text. Und ich las diesen Text und etwas vom Himmel hat mich getroffen, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und das hat mein ganzes Leben revolutioniert. Und auf diesem Bild stand, fürchte dich nicht. Und mein Riesenproblem war Angst. Ich hatte solche Paranoia vor der Polizei und vor irgendwelchen Leuten, dass ich auf die Straße gehe und die merken, wie verrückt ich bin. Und dann werde ich eingefangen und eingesperrt und komme in die Klapse oder irgendwas. Ich habe mir nicht mehr auf die Straße getraut. Angst war mein großes Problem und da stand, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich kann das nicht beschreiben, wie das durchging. Ich guckte nach oben. Ich wusste, dass ich wusste, es gibt Gott und er kennt mich, der sieht mich jetzt hier in meiner armseligen Hütte und der ruft mich und der sagt solche unverständlichen Worte, du bist mein. So fing mein geistiges Leben an.
Das war eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Gott hat zu mir gesprochen. Ich habe gewusst, das hat kein Dichter sich ausgedacht, irgendwie ein nettes Verslein oder sowas zur Ermutigung von entmutigten Menschen. Ich wusste, das ist Gott. Gott redet jetzt durch die Schrift zu mir. Er ist da. Und ich hatte überhaupt keinen christlichen Hintergrund. Ich habe nichts damit zu tun gehabt. Ich war hinduistisch unterwegs und habe meditiert und lauter so ein schräges Zeug gemacht. Und da war diese Stimme, die sprach aus dem Text. Das ist, was wir brauchen. Der Heilige Geist muss den Text zu einer Kraft machen in unserem Herzen. Das brauchen wir. Nicht nur einmal, immer wieder, immer wieder. Und da, das müssen wir suchen, das müssen wir begehren. Und Gott muss reden durch sein Wort. Jesus, von Jesus heißt es, er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstanden. Er öffnete ihnen das Verständnis. Jesus muss etwas tun in unserem Herzen. Und wir sind absolut hilflos. Sag nicht, ich bin durch die Bildung gegangen, ich habe lesen gelernt in der Schule, ich werde ja wohl die Bibel verstehen, du verstehst gar nichts. Du musst Gott hören in der Bibel, den lebendigen Gott, und dann kommt dieses, dass wir lernen, in Ehrfurcht vor ihm zu stehen und sagen, wow, Gott ist Gott, bitte hilf mir. Und wir erkennen in einem Schlag unsere Unwürdigkeit und wir erkennen in einem Schlag, dass wir gar nicht würdig sind, ihm zu begegnen, dass wir vergehen würden, wenn wir ihn sehen würden, wie er ist. Und wir erkennen lauter Gnade, dass er uns vergeben hat und dass er uns angenommen hat. Oh, Halleluja, Halleluja. Und obwohl ich keine Lehre hatte, obwohl ich kein Christ war und nichts verstanden habe, habe ich genau das gemacht, was man mit dem Wort Gottes machen muss. Ich habe dieses Bild nicht verbrannt, ich habe es im Kuhstall neben das Klo an den Pfosten genagelt. Und jedes Mal, wenn ich auf Klo ging, habe ich gelesen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Immer wieder habe ich diesen Text gelesen und sagte, wo ist dieser Gott? Ich rannte zum Bücherschrank, ich hatte schöne, dekorative, alte Bauernbibel, so ein großes Ding, hab das aufgemacht, hab gewusst, irgendwie hat das was mit Bibel zu tun. Und ich habe da versucht zu lesen, ich habe nichts verstanden, überhaupt nichts verstanden. Aber aus diesem Text sprach Gott zu mir und ich habe es jeden Tag angeschaut. Da hing es angenagelt an den Pfosten, da beim Plumpsklo, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und ein paar Monate später, ich weiß nicht wie viel später, dann hat Jesus sich mir offenbart und ich habe ihn gesehen, habe das Kreuz gesehen, habe gesehen, was er für mich getan hat. Ich habe meine Schuld gesehen, ich war so erschlagen von meiner Schuld, ich lag auf dem Boden, ich habe gewimmert und gesagt, oh Gott, hilf mir. Und dann habe ich Jesus gesehen. Am Kreuz. Und in einem Augenblick, ohne dass das mir irgendein Mensch erzählt hat, habe ich gewusst, er hängt ja dort für mich. Ich gehöre ans Kreuz. Das ist eigentlich, was ich verdiene wegen dieser Schuld. Da lag ich auf dem Boden und das drückte mich. Und da war alle meine Sünde. Ich habe das wie ein Film vor meinem Auge gesehen, mein ganzes Leben. Und habe gesehen, was für ein schrecklicher, schmutziger und hässlicher und rebellischer und selbstsüchtiger Mensch ich bin. Und dann sehe ich, er hängt da für mich, die Strafe liegt auf ihm. Das habe ich dann später in der Bibel gefunden, die Strafe liegt auf ihm, auf das ich Frieden habe. Mein Frieden ist teuer erkauft worden, indem er die Strafe für mich genommen hat. Natürlich, jede Bekehrung ist anders, aber das muss die Essenz sein von Bekehrung. Das muss der Kern sein. Ich muss verstehen, nicht, ach, ich schließe mich jetzt der Gemeinde an, die sind ganz nett, die haben auch nette Musik und hinterher gibt es auch feines Essen. Ach, ich finde die ganz gut irgendwie. Nein, ich bin bei Gott, weil Gott mich bei seinem Namen gerufen hat, weil ich sein bin, weil er bezahlt hat, weil er hat einen hohen Preis bezahlt, um mich zu bekommen. Er wollte mich haben und jetzt gehöre ich ihm mit Haut und Haar. Das muss die Essenz sein von jeder Bekehrung, sonst ist es keine Bekehrung. Halleluja. So, Gott muss reden, Gott muss unser Herz treffen und das Wort muss stark sein und es muss wirklich uns bis ins Tiefste erschüttern. Halleluja. Das ist, was wir brauchen. Brannte nicht unser Herz, als er zu uns redete. Und er redet heute durch die Schriften, hat eine ungeheure Kraft in den Schriften, Menschen zu retten, Menschen die Augen aufzutun, Menschen gewiss zu machen über die Liebe Gottes, über die Annahme, über seine wunderbare Gnade, die da ist, die nicht nur uns vergibt, sondern die uns jetzt verändert, hinein in sein Bild, wie wir das gestern ein bisschen beleuchtet haben. Halleluja.
Halleluja, wie wunderbar. Wir sollen ihn erleben und wir sollen bemerken und erfahren und erfassen, was für eine Dringlichkeit in seinem Herzen ist, um Menschen zu retten, um Menschen rauszuholen aus der Finsternis. Halleluja, Halleluja. Da ist dieses unbändige Verlangen, wie die Bibel sagt, des Menschensohnes gekommen, zu retten, was verloren ist. Diesen Jesus, diesen Eifer, diesen Vater, der sich von seinem Liebsten getrennt hat unter gewaltigen, unvorstellbaren Schmerzen, der ihn dahingegeben hat, diese Liebe müssen wir mehr kennenlernen. Da müssen wir hinein. Dieser Eifer Gottes, dieses Verlangen Gottes, Gutes zu tun, zu retten, das muss der Motor unseres Lebens werden. Das können wir uns nicht selber verschaffen. Dafür können wir nicht Theologie studieren oder schlaue Bücher lesen. Wir brauchen eine Begegnung mit ihm. Und nicht nur eine zweite, eine dritte und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wir müssen ihn sehen und erleben, wie er ist. Das ist sein Verlangen. Sein Verlangen ist nach uns. Er hat Sehnsucht. Und dieses Wort, das er verlangen hat nach uns, das muss stärker tönen und lauter rufen als all dieses, ach, wer bist schon du, was soll sich Gott für dich interessieren und wieso sollte er nach dir verlangen haben? Ja, und wir sind ja nichts und wir haben ja nichts zu bieten. Es geht nicht um, wer wir sind und was wir zu bieten haben. Es geht darum, dass in seinem Herzen dieses Verlangen ist. Du bist mein. Er will dich haben. Er will dich bei sich haben. Er will, dass du nah bist und dass du aus all diesen Dingen, die dich bis jetzt gehindert haben, klar zu sehen, herauskommst, herausgezogen wirst, herausgeliebt wirst und ihn siehst, wie er wirklich ist. Und ihn zu sehen, wie er ist, das heißt, Feuer brennt in dir und niemand kann dieses Feuer löschen. Außer deine eigene Bereitschaft wieder zu kompromissen und deine Lauheit und dein Rückfälligwerden wieder hin zu den Schweinetrögen dieser Welt. Das ist das Einzige, was dieses Feuer dann noch löschen kann. Kein Teufel und kein Dämon kann dieses Feuer löschen. Halleluja, Halleluja. Und Gott hat Eifer für seinen Sohn. Da ist ein Eifer in seinem Herzen für seinen Sohn. Er will und er wird seinem Sohn die Belohnung für seine Leiden geben. Und das ist eine Braut, an der er sich freuen kann. Eine herrliche, fleckenlose, reine, makellose Braut, die kein geteiltes Herzen hat, die nicht nur rummacht und Händchen hält mit den Dingen dieser Welt, sondern die ganz und gar ihm gehört und auf ihn ausgerichtet ist und die nur ein Verlangen hat, ihn zu lieben von ganzem Herzen, ihn zu erfreuen und aus lauter Liebe ihm zu gehorchen in allen Dingen. Das ist das Verlangen des Vaters, eine Braut zu geben für den Sohn. Und dieses wird geschehen, dieses wird geschehen. Halleluja. Wenn du das Buch zu Ende gelesen hast, die Braut hat sich bereitet. Es wird ein Tag kommen, wo die Vorbereitung abgeschlossen ist und der Tag der Vermählung kann kommen. Halleluja. Und darauf wartet Jesus und darauf wartet der Vater und dafür arbeitet der Heilige Geist. Das ist das Ziel, eine Braut zu bekommen für Christus. Und das war für Paulus sein Ziel. Darum hat er gearbeitet, darum hat er gepredigt, ermahnt, geschrieben, gebetet, gefleht, gefastet, gekämpft und war bereit, durch alle diese Widerstände, die der Feind ihm da entgegenwerfen wollte, um ihn zu bremsen, zu ertragen. Das war sein Motor. Da ging es nicht um seinen Dienst, um wie viele Likes kriege ich im Internet und was sagen die Leute und ist auch der Herr Pfarrer mit mir einverstanden. All diese Dinge spielten keine Rolle für ihn. Er hatte nur eins. Ist Gott zufrieden mit dem, was ich tue? Ist er einverstanden? Lächelt er? Egal wie voller Bosheit und Hass seine Gegner waren, solange er sagt, Gott lächelt, er geht weiter, er geht weiter, er geht weiter. Er lässt sich nicht irritieren und abbringen von der Meinung von Menschen. Was haben sie alles für schreckliche Dinge über ihn gesagt? Aber er war dem abgestorben. Er sagt, das ist mir egal, was die Leute sagen. Solange er lächelt, gehe ich weiter. Das ist, was wir brauchen. Wir müssen erlöst werden von dieser elenden, erbärmlichen Menschengefälligkeit. Wir müssen erlöst werden von all diesen Dingen, die uns zurückhalten. Wir können nicht Gott ganz haben und versuchen, Applaus in der Welt zu bekommen. Wir können das nicht haben. Das funktioniert nicht.
Gottes Liebe ist so radikal, entweder ihn ganz oder gar nicht. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, sagt Jesus. Er will uns ganz haben, du bist mein. Halleluja. Diese Worte müssen wir hören vom Heiligen Geist in unserem Herzen. Wir müssen zittern und sagen, ja Gott, hier bin ich, hilf mir. Ich will alles loslassen, ich will an nichts festhalten. An nichts festhalten, ich will nur dich haben. Das kann nur Gott wirken, das kann keine Gemeinde dir geben, das kann keine christlichen Aktivitäten dir verpassen, das kann nur Gott dir selber geben. Aber du musst die Schönheit dieser Hingabe, dieser Radikalität, dieser Ausschließlichkeit sehen und sagen, ja, das will ich, das will ich. Ich bin zwar weit davon entfernt, aber ich will es haben und jetzt fange ich an, es zu suchen. Das ist der Anfang. Es ist kein Problem zu sehen, wie lasch wir sind, wie viele Kompromisse wir machen, wie lau wir sind, wie geteilten Herzens wir sind. Aber was wollen wir? Wo geht's hin? Machen wir Kompromisse mit unseren Kompromissen? Oder sagen wir, es ist nicht recht, Kompromisse zu haben angesichts eines solchen Gottes? Das ist die entscheidende Frage. Nicht, ob du Kompromisse hast. Du hast Kompromisse in deinem Leben, ich habe Kompromisse. Aber was denken wir über Kompromisse? Und sagen wir, die müssen aufhören. Das ist meines Gottes nicht würdig. Und deswegen bekämpfen wir das und wir rechtfertigen das nicht. Wir erklären das nicht für schön und sagen, ja, wir sind ja alle Menschen und wir haben halt alle unsere Schwächen und das ist halt so und so wird es auch bleiben und Gott weiß das und Gott kennt man das und dieses ganze Zeugs. Lass uns den Eifer Gottes sehen, der brennt wie ein unlöschbares Feuer. Du bist mein. Das ist, was Paulus packt an anderer Stelle, sagt er, ich will nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Götzen. Da ist dieses, du bist mein, du gehörst mir, ich habe für dich bezahlt, ich habe einen Anspruch auf dich und du zerstörst dich und du raubst mir meine Ehre, wenn du dein Herz teilst mit den Götzen. Das ist das Feuer, das ist der Eifer Gottes und den müssen wir kennenlernen und den müssen wir suchen und sagen, ja, das Feuer will ich haben, das soll in mir brennen, Halleluja. So ein Eifer des Vaters für eine herrliche Braut, die in totaler Übereinstimmung ist mit ihm, die das will, was er will und nichts anderes, Halleluja. Und ich glaube, da ist ein anderer Aspekt des Eifers Gottes. Er hat einen Eifer, ein riesiges Verlangen, seinen Sohn vor den Augen dieser Welt, dieser korrupten, bösartigen, lügeliebenden Welt zu rehabilitieren. Und all die Lügenmäuler, die sich groß tun und die über Jesus Lügen verbreiten, zu stopfen und zu Ende zu bringen. Er hat ein riesiges Verlangen, ihn zu Ehren zu bringen für das, was er ist. Wie geht das Gott? Angesichts der Tatsache, er hat durch Jesus diese Welt geschaffen. Und dann gibt es da Horden und Horden von superintelligenten Wissenschaftlern, die uns erklären, dass alles irgendwie aus einem Knall und ohne irgendwas entstanden ist. Wie geht das Gott dabei? Es war mein Sohn, hört zu, es war mein Sohn. Nicht eure Urknalltheorie und dies und das, es war mein Sohn. Warum erkennt ihr ihn nicht an? Warum gebt ihr ihm nicht die Ehre? Das ist im Herzen Gottes. Und es muss uns empören, dass es da Lügen gibt, die salonfähig sind, die gesellschaftsakzeptabel sind über Jesus. Es muss uns empören. Wenn wir auf seiner Seite sind, wenn sein Feuer in uns brennt, dann können wir nicht sagen, ja, das ist eben so, wie man heute denkt. Das wird zu Ende kommen, diese Lüge, zum Beispiel die Evolutionslüge, wird zu Ende kommen. Und der Rest der Menschheit, die diese irdischen Gerichte Gottes, wie sie beschrieben sind in Offenbarung, überleben wird, wird anerkennen, Jesus ist der Schöpfer. Im tausendjährigen Reich gibt es keine Schulbücher mehr mit Evolution, glaub es mir. Niemand wird mehr Vorträge halten über diesen Schwachsinn. Niemand. Und Jesus wird die Ehre gegeben. Er ist der Schöpfer. Durch sein mächtiges Wort hat er all das geschaffen. Halleluja. Halleluja. Wie geht es Gott damit? Heute ist Sonntag. Und wieder, wie jeden Sonntag,
in unserem Land Millionen von Menschen, die weit weg sind von Gott, die in Rebellion sind, aber das alles religiös tarnen, wird Sonntag für Sonntag erzählt. Sie sind Kinder Gottes, sie sind angenommen und die Liebe Gottes ist da für sie und Gott lächelt und alles ist gut mit ihnen. Millionen von Menschen wird das erzählt. Und sie gehen zur Hölle, weil da professionelle Lügenredner sind, die das Wort verdrehen, die simpelsten Dinge wie Buße und die neue Geburt ignorieren und den Leuten was erzählen von der Annahme, die durch Christus schon geschehen ist und alles ist gut. Wie geht es Gott damit? Möchte er nicht sagen, wann hört das endlich auf? Er möchte die Lügenmoller stopfen. Und wir sagen, ja, heute ist Sonntag, ist ja schön, die Leute gehen in die Kirche. Die allermeisten, die in die Kirche gehen, werden belogen und betrogen. Und wie geht es uns damit? Ist uns das egal? Sagen wir, ja, das ist eben so in unserer Kultur. Wir sind immer eine christliche oder nachchristliche Kultur. Das sind Lügen über Christus, Lügen über das Wort. Wie geht es uns damit, dass fast alle führenden Leiter der pfingstlich-charismatischen Christenheit Händchen halten mit diesen Pfaffen und Priestern, die das Wort verdrehen und mit ihnen Kaffee trinken, Hand in Hand auf der Bühne stehen und singen, Vater, mach uns eins und alles ist gut und reden von Versöhnung. Wie geht es Gott damit? Hallo, ihr habt nicht verstanden, was Versöhnung ist. Lüge und Wahrheit wird sich niemals versöhnen, niemals. Und sie wollen uns erzählen, das ist ein Werk des Heiligen Geistes, die Ökumene ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wieso ist da keine Empörung? Wieso ist das überhaupt möglich, dass diese Leute überhaupt unsere geistlichen Leiter sind? Wie ist das? Hast du schon mal Gedanken gemacht, wie das eigentlich funktioniert? Das funktioniert nur deswegen, weil es eine riesige, schweigende, gleichgültige Christenheit gibt, die sagen, das sind unsere Leiter, die werden schon wissen. Und ich habe ja nicht studiert und ich kenne mich nicht aus und ich kann ja das alles nicht beurteilen. Und ich habe keine Meinung dazu. Wenn Sie denken, das ist so richtig, dann ist das so richtig. Eine riesige, schweigende Mehrheit, die sagt, das sind unsere Leiter. Würde es jetzt eine Erweckung des Wortes geben, würde der Heilige Geist mit Macht über unser Land kommen und die Botschaft von Buße und von neue Geburt, dass das die Voraussetzung ist, um Christ zu sein, würde allen, die sich jetzt gläubig nennen, klar sein. Niemand würde diesen blinden Leiter mehr hinterherlaufen. Und sie sind keine Leiter mehr, weil Leiter sind nur deswegen Leiter, weil welche hinter ihnen hergehen. So, das Problem wäre gelöst. Was ist unser Problem? Blindheit, Stumpfheit, Gleichgültigkeit, Passivität. Wir nehmen Dinge hin, die der Himmel nicht hinnimmt. Das ist unser Problem. Wir sind viel zu weit weg vom Herzen Gottes. Wie kann das sein, dass wir zulassen, dass diese kostbare Botschaft des Evangeliums, wie Menschen gerettet werden, so verdreht werden? Und viele finden es noch toll, endlich Versöhnung mit den Großkirchen, ist doch wunderbar, ist doch schön, ist doch, wo Jesus für gebetet hat. Und sie kennen Gott nicht, sie kennen seinen Eifer nicht, sie kennen sein Wort nicht, sie verstehen gar nichts, sie sind einfach nur blind gemacht vom Geist dieser Welt. Weil keine Sehnsucht da ist, weil kein Feuer in dem Herzen brennt, weil kein Aufbegehren gegen die Lüge da ist, sondern ja, das ist halt so. Toleranz ist das große Wort. In Gottes Herzen ist keine Toleranz in Bezug auf Lüge. Null Toleranz. Null, 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 null. Das ist im Herzen Gottes. Aber wir winken das durch und ach, da wollen wir es nicht mit auf. Wir wollen keine Streitereien. Gott will Streit und er wird gewinnen. Und wir müssen diesen Jesus kennenlernen. Diesen Jesus müssen wir kennenlernen. Der Revolutionär, der alles umstößt. Der die Dinge von Kopf wieder auf die Füße stellt und Dinge in Ordnung. Und diesen Jesus müssen wir kennenlernen und den kennen wir viel zu wenig. Und vielfach, was geglaubt wird, ist das Evangelium, seid nett zueinander. Jesus kannte dieses Evangelium nicht. Seid nett zueinander. Er war nicht nett mit denen, die das heilige Wort Gottes verdreht haben. Er war nicht nett, er war rabiat. Er war massiv. Er hat Worte gebraucht, würde, ja meine Güte, ich weiß nicht, ob er da noch in der Liebe war. Darf man so etwas sagen?
Aber Jesus war nicht orientiert an Knigge, er war orientiert an diesem brennenden Verlangen für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Das ist unser Jesus. Und wir müssen diesen Revolutionär wieder sehen, der sich anlegt mit den religiösen Blindenleitern. Der nicht mit denen Händchen hält und sagt, ja, ist alles gut, ihr wollt dasselbe wie wir. Jesus hat niemals den Pharisäern und Schriftgelehrten den Eindruck gegeben, die wollen dasselbe wie er. Er sagt, ihr seid im Dienst für den Teufel. Ihr geht durch die ganze Erde, versucht einen zu finden und macht ihn zu einem Proselyten und zu einem Kind der Hölle. Das ist, was Jesus, so hat Jesus ihren Dienst bewertet. Und deswegen spricht Paulus von Aposteln Satans, von falschen Aposteln, weil er dieses selbe Feuer hatte, diese selbe Gesinnung. Und alles, was ich hier sagen will, ist, wir sind viel zu harmlos. Das ist unser Problem. Und das ist der einzige Grund, warum wir keine Verfolgung haben. Der Hass auf die absolute Wahrheit ist allgegenwärtig in den Medien. Und der einzige Grund, warum wir hier in Frieden heute Morgen sitzen können, warum hier nicht die Scheiben eingeschmissen werden oder Schlimmeres passiert ist, weil wir so harmlos sind. Am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, bei Facebook-Einträgen. Wir sind einfach harmlos. Wir sind so weit weg von dem, was die Bibel beschreibt, wie Jesus ist ein Kämpfer für Wahrheit und für Gerechtigkeit. Jesaja 42, Vers 13. Der Herr wird ausziehen wie ein Held, wie ein Kriegsmann den Eifer anfachen. Er wird jauchzen und ein Kriegsgeschrei erheben. Er wird sich gegen seine Feinde als Held erweisen. Das ist unser Jesus. Er wird sich als Held erweisen gegen seine Feinde. Wer sind seine Feinde? Die sich anmaßen, seine Worte zu verdrehen. Das sind seine Feinde. Und er wird sich als Held erweisen. Oh, Halleluja. Das ist der Jesus, den wir lieben sollen, den sollen wir kennen. Und um ihn wirklich lieben zu können, müssen wir ihn erst einmal sehen. Und dieser ganze religiöse Schmus von was wir denken, was Liebe ist, das muss einmal abgebürstet werden vom Heiligen Geist. Und wir müssen sehen, eine Liebe ohne Eifer für Wahrheit ist nicht die Liebe Gottes. Ist nicht die Liebe Gottes, niemals. Die Liebe geht immer zusammen mit Wahrheit. Und das heißt, jedes Mal, wo die Wahrheit abgekoppelt und entsorgt wird und nicht mehr berücksichtigt wird mit der Liebe, ist es nicht die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes freut sich an der Wahrheit. Und wenn Wahrheit mit Füßen getreten wird, ist es nicht Liebe. Und da brauchen wir eine mächtige Erlösung von dieser religiösen falschen Sicht, was Liebe ist. Das hat nichts mit Nettsein zu tun, das hat etwas mit Eifer für Gott zu tun und Gott mehr zu fürchten als die Menschen. Halleluja, Halleluja. Wie geht es Gott damit, dass dort heute populäre Leute Bücher schreiben und widersprechen, dass es Gericht geben wird? Happy End Times nennt sich das. Alles ist gut, ist das Schlimmste ist schon hinter uns und alles ist gut und die Dinge in Offenbarung, die sind alle schon passiert und alles ist gut und jetzt wird es nur noch immer besser und immer besser. Wie geht es Gott damit? Er sagt, Freunde, wartet, ihr werdet bald sehen, wie verkehrt eure Lügen sind. Und ich glaube, dass wir viel dichter an den Gerichten Gottes dran sind, als wir uns das vorstellen. Und ich glaube, dass diese Dürre, die wir erleben an vielen Teilen in Deutschland, ein Ausdruck der geistlichen Dürre ist und der geistlichen Armut. Es fehlt an Wasser des Lebens, es fehlt an Wort. Und deswegen ächzt und stöhnt die Natur und die Bäche trocknen aus und der Wasserspiegel sinkt und all diese Dinge. Ich glaube, dass es ein Zeichen der Warnung ist. Und lass dann noch 5 solche Sommer kommen wie die letzte und dies Jahr. Und wir werden ein Riesenwasserproblem bekommen, ein Riesenwasserproblem. Gott hält einfach den Regen zurück und auf einmal entdecken wir sind abhängig. Und es wird wieder Gottesdienste geben, wo man im Regen betet, wie in Afrika oder wie im Nahen Osten. Das wird es geben. Gott lässt sich nicht verspotten. Gott lässt sich nicht wissenschaftlich irgendwie wegerklären. Er sagt, hallo, egal was eure Theorien sind, ich bin immer noch da und ihr werdet es bald merken. Und da gibt es Leute, die fühlen sich berufen, schreiben kluge Bücher.
Endzeit, Antichrist, das gibt alles nicht. Das ist alles schon passiert, ist alles schon erledigt, hat sich alles schon erfüllt und wir gehen das rosigen Zeiten entgegen. Die Gemeinde wird wachsen und wachsen und wachsen und wird die ganze Welt übernehmen und dann wird sie Christus eine gerettete Welt übergeben und dann wird er wiederkommen. Hallo. Die sind doch verwirrt, die kennen doch die Bibel nicht. Und sie verdrehen alles und sie sind geleitet in ihrem Bibelstudium vom religiösen Geist, nicht vom Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist führt in alle Wahrheit und der religiöse Geist führt in alle Lügen hinein. Das ist der Unterschied. Halleluja. Und Menschen sagen, den Zorn Gottes gibt es nicht. Paulus sagt, er nennt dort Unzucht, Unreinheit und Habgier, über welche der Zorn Gottes kommt. Bei den Kindern des Unglaubens. Unzucht, Unreinigkeit, Habgier, der Zorn Gottes wird entfacht durch solche Dinge. Und wenn wir an diesen Gott nicht glauben, dann glauben wir an einen Mickey-Maus-Gott, wir glauben an eine Imitat, wir glauben an ein Abziehbild, eine domestizierte Version, eine Leitversion, aber nicht an den ungezähmten Jesus der Bibel, der Maßstäbe hat, die nicht verhandelbar sind und die nicht mit Kultur sich irgendwie verändern. Wie geht es dem Vater damit, wenn da einer der führenden evangelischen Theologen sich hinstellt und sagt, Jesus in seiner Sexualmoral, er war ein Kind seiner Zeit. Und deswegen würde Jesus heute auch, wenn er heute auf der Erde wäre, deswegen würde Jesus heute auch Homosexuelle trauen. Wie geht es Gott im Himmel mit so etwas? Haben wir uns das schon mal gefragt? Sein Herz zerbricht, sein Herz weint. Er sagt, wie kann das sein? Aber er ist nicht verzweifelt. Gott ist nicht verzweifelt. Oh, bitte nicht denken, nur weil sein Herz gebrochen ist, weil er Schmerzen hat, deswegen hat er jetzt aufgegeben und er ist verzweifelt und hoffnungslos. Oh nein, Gott ist nicht hoffnungslos. Gott sagt, ihr werdet sehen, das Ende wird kommen, so wie ich es vorhergesagt habe. Und es wird ein gutes Ende geben. Und er wird ein Teil der Menschheit überleben. Und dann wird es das geben, was die Bibel das tausendjährige Reich nennt. Und das wird so anders sein. Machst du dir Gedanken über das tausendjährige Reich? Wie sieht das Internet aus im tausendjährigen Reich? Wie sieht Schule aus im tausendjährigen Reich? Wie sehen die Medien aus? Machst du dir Gedanken über so etwas? Wir sind so nah und du machst dir keine Gedanken. Wie kann das sein? Glaubst du gar nicht an das Tausendjährige? Doch, aber nur eine Theorie. Nein, das muss aber real werden. Für unser Leben jetzt hier, weil das ist viel, viel näher, als wir glauben. Jesus kommt bald wieder und wir sehen die Zeichen der Zeit, wir sehen den Abfall in der westlichen Welt, wir sehen, wie Gott geleugnet wird, wie sein Wort verdreht wird und wir fragen uns, wie viel verrückter kann die Menschheit noch werden? Heute dürfen Jungs in der Pubertät entscheiden, sie sind ein Mädchen und die Eltern sagen, ja, unser Junge, der darf entscheiden. Die sammeln noch Geld und operieren den um. Ein Teenager, wo die Wissenschaft selber sagt, die allermeisten Teenager, Kinder im Teenageralter, die irgendwie verwirrt sind über ihre sexuelle Identität, nach ein paar Jahren kommt das alles wieder ins Lot. Und sie wissen, ich bin ein Mann und bin keine Frau. Wie verwirrt ist unsere Welt? Wir wollen die Grenzen, die Gott gesetzt hat, auch die Grenzen der Schöpfung. Ein Mann ist ein Mann und eine Frau ist eine Frau. Alles verdrehen und alles. Sie wollen selber bestimmen, selber Gott sein. Wie viel krasser kann es noch werden? Es gibt nicht mehr viele Steigerungsmöglichkeiten. Bald haben wir das Ende der Fahnenstange erreicht. Und ein unglaubliches Chaos wird über unser Land hereinbrechen. Und in all dem wird die wahre Gemeinde hell strahlen. Und sagen, hier, schaut euch an, das ist Ehe nach dem Bilde Gottes, das ist Familie, so sehen Teenager aus im Heiligen Geist, das ist der Maßstab Gottes, so sollen wir leben. Halleluja. Und viele werden aufwachen und sagen, jawohl, das ist die Wahrheit und das wollen wir. Und die Bibel sagt, bevor Jesus wiederkommt, wird eine große Ernte eingebracht, eine riesige Schar von Menschen in einer ganz kurzen Zeit wird gerettet werden aus allen Stämmen und Sprachen. Halleluja. Halleluja. Auch aus Deutschland. Eine riesige Schar wird gerettet werden. Halleluja. Wie geht es Gott damit, wenn da heute sich Prediger hinstellen und sagen, Zorn Gottes, nein, nein, Gott ist die Liebe. Gott lächelt immer. Gott lächelt immer, ist das so? Wird Gott lächeln, wenn er diese Erde mit Plagen schlägt? Hat Gott gelächelt, als er seinen Sohn am Kreuz zerschlagen hat? Hat er da gelächelt?
Gott lächelt immer. Das ist auch eine verrückte Idee. Ja. Und dieser amerikanische Prediger sagt dann, ja, wer sagt denn, dass Jesus mit grimmigem Gesicht durch den Tempel gegangen ist mit der Peitsche und hat da den Tempel gereinigt? Vielleicht hat er gelächelt. Ich weiß, dass er nicht gelächelt hat, weil die Schrift sagt, als die Jünger Jesus so gesehen haben, da sagen sie, da dachten wir an das Wort, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Und deswegen weiß ich, dass Jesus nicht gelächelt hat. Das war ihm eine todernste Angelegenheit. Ja? Weil hier eine menschengemachte Religion war, wo die Priester und die Verkäufer eine Mafia-ähnliche Struktur eingegangen sind und die Leute in ihrem Bedürfnis, Gott zu opfern, ausgebeutet haben. Und er sagt, ihr habt eine Räuberhöhle aus diesem Haus gemacht, was ein Haus des Gebetes ist, also eine Räuberhöhle. Und sein Grimm hat ihn dazu getrieben, so energisch aufzutreten und Dinge zu tun, die alles andere als nett sind. Ich meine, wenn da einer mühselig die Münzen aufstapelt, hier die Zweier da, die Fünfer da, die Einser, und dann kommt Jesus und tritt das einfach um und alles fliegt durcheinander, ist das nett? Nein, das ist nicht nett. Gott ist nicht nett, Gott ist Gott. Und Gott ist Liebe. Und wenn wir wissen wollen, wie Liebe ist, dann schauen wir in dieses Buch und dann sagen wir auch in der Tempelreinigung, das war die pure Liebe Gottes. Weil wir sehen nirgendwo, Jesus am Ende des Tages tut Buße und sagt, oh mein, da ist mir das Feuer irgendwie durchgebrannt und irgendwie ist mir eine Sicherung rausgeflogen und irgendwie hatte ich mich nicht mehr unter Kontrolle. Jesus ist der sündlose Sohn Gottes, der perfekte Ausdruck des Willens Gottes. Jesus hat niemals gesündigt, wenn er zu den Pharisäern gesagt hat, ihr Otterngezücht, das war die Liebe Gottes, wenn er den Tempel gereinigt hat, das war die Liebe Gottes. Liebe sieht anders aus, als wir uns das vorstellen, als wie diese Kultur uns das weismachen will. Die Liebe Gottes sieht anders aus. Und es ist Zeit, dass wir uns von den Vorstellungen dieser Kultur abkoppeln, errettet werden und hineinkommen in die Kultur des Himmels. Und das ist der Grund, warum die ersten Christen, die so etwas an Transformation erlebt haben, warum die verfolgt wurden, warum wir nicht verfolgt werden. Das ist der Grund. Ich habe zu solchen Leuten gesagt, die sowas vertreten, Gott lächelt immer. Ich sage, versuch mal deine Kinder so zu erziehen. Ja? Egal, was die machen, die trampeln dir durchs Blumenbeet, das du liebevoll angelegt hast, die zünden dir deine Hütte an, du lächelst. Ach, meine Süßen, du lächelst. Das funktioniert nicht, so erzieht man keine Teenager. Es gibt Momente, wo du ausdrücken musst, auch mit deinem Gesicht und mit deiner Stimme. Freunde, das ging zu weit. Nicht mehr, nicht noch einmal. Ein Amen wäre jetzt irgendwie angebracht. Ja. Solche Momente gibt es in der Kindererziehung. Ja. Wo der kleine Junge sich gehen lässt und die Mutter schlägt. Da muss der Vater kommen und sagen, Büschlein, die Frau, die ich liebe, rührst du nicht noch einmal an, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Hast mich verstanden? Das ist was angesagt, um nicht zu lächeln. Gott lächelt immer und wir lächeln auch immer. Was ist das für ein Schwachsinn? Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Ein verzehrender Eifer. Halleluja, das ist Gott. Oder wie ich hier schon gelesen habe, oh, das gefällt mir so. Ein Kriegsgeschrei wird erheben, Halleluja, gegen seine Feinde sich als Held erweisen. Jesaja 59, er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er zog die Kleider der Rache an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Den Taten entsprechend, so wird er bezahlen. Zorn seinen Widersachern, Vergeltung seinen Feinden, ja, den Inseln, wird er den verdienten Lohn bezahlen. Das ist unser Gott. Das war Jesaja 59, 17 und 18. Und natürlich in diesem Zusammenhang darf nicht fehlen meine Lieblingsstelle, Hebräer 1, Vers 9. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Nicht übergangen, weggelächelt, ignoriert. Gehasst. Gott hasst Gesetzlosigkeit. Und Gesetzlosigkeit ist, wenn man seine Ordnungen nicht akzeptiert und sagt, ja, das steht in der Bibel, aber. Und dann kommen irgendwelche Rechtfertigungsreden, um zu verschleiern, dass wir in Rebellion sind gegen Gott.
Halleluja. Und dieser Eifer Gottes, der wird zum Ziel kommen. Halleluja. Lass uns noch mal hineinschauen in das wunderbare Buch am Ende, Offenbarung Kapitel 19. Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, genannt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg. Halleluja, er führt Krieg in Gerechtigkeit. Jesus ist kein Pazifist. Jesus wird Krieg führen gegen die Sünde, gegen den Antichristen, gegen die, die sein Wort verdrehen. Er wird Krieg führen. Und es ist klar, er wird gewinnen. Halleluja. Er wird gewinnen. Und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, auf das er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit eiserner Rute. Und er tritt den Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Wenn du solche Dinge liest, sagst du: Oh Jesus, das wird aber schlimm, das wird furchtbar. Kann man das nicht irgendwie abändern und wegbeten oder wegfasten oder irgendwie, kann man nicht irgendwie was ändern? Oder sagen wir: Halleluja, das ist unser Jesus. Verdiente Strafe wird er denen heimzahlen und geben. Wie Jesus weggelassen hat in seinem Dienst. Ja. Der Geist des Herrn ist auf mir, um das gute Botschaft zu verkündigen. Ja, den Gefangenen, dass sie frei sind, sondern den Blinden, dass sie sehen sein sollen, zur Heilung, zu zerbrochenen Herzen. Ein Tag der Gnade unseres Herrn. Und wenn du das liest in Jesaja, dann siehst du: Huch, der hat ja was weggelassen. Jesus hat etwas weggelassen. Und zwar nicht, weil er nicht aufgepasst hat in der Sonntagsschule, sondern weil es nicht die Zeit war für den Rest des Verses. Und der Rest des Verses heißt: Und ein Tag der Rache unseres Gottes. Ein Gnadenjahr und ein Tag der Rache unseres Gottes. Weil das nicht die Zeit war. Das war die Zeit, die Tür aufzumachen zur Erlösung und das Evangelium dann in die ganze Welt zu bringen. Aber wenn dieser Prozess zu Ende ist und Jesus sagt, das Evangelium des Reiches wird verkündigt werden, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Und das Ende wird beginnen damit, dass die ganze Botschaft verkündigt wird und der Tag der Rache unseres Gottes verkündigt wird. Und du kannst dir vorstellen, in unserer angepassten, netten, toleranten Gesellschaft, die Botschaft vom Tag der Rache Gottes, das ist etwas, was keine Talkshow ertragen kann. Das ist, was kein Forum irgendwie hören möchte, was niemand publizieren möchte. Das wird jetzt schon gehasst. Und wie viel mehr in den kommenden Tagen. Aber das ist die Botschaft der Gemeinde. Das ist die Botschaft der Gemeinde. Ja. Denn in der Bibel liest du: Wenn diese Dinge anfangen zu geschehen und die irdischen Gerichte herabdonnern auf diese rebellische Menschheit, dann wissen die Leute, das sind keine natürlich erklärbaren Ereignisse, sie wissen, das ist der Zorn des Lammes. Woher wissen die das? Weil es ihnen verkündigt wurde: Der Tag der Rache unseres Gottes ist nahe und er wird kommen, und ihr tut Buße, und wenn ihr nicht Buße tut, ihr werdet alle umkommen. Das wird global verkündigt werden. Halleluja, eine der größten Hoffnungsideen in der Bibel in Bezug auf diese Dinge ist für mich die Tatsache: Bevor Jesus wiederkommt, wird Elia wiederkommen. Ja? Elia hat, also in Form von Johannes dem Täufer, der im Geist des Elia gedient hat, er hat das Kommen des Herrn vorbereitet. Er hat die Leute geistlich vorbereitet auf das Kommen des Herrn. Und Jesus sagt: Bevor er kommt, wird Elia wiederkommen. Und das bedeutet für mich nicht, dass der Prophet Elia aus dem Himmel nochmal auf die Erde kommt. Das bedeutet für mich, so wie Johannes der Täufer im Geist des Elia gedient hat, es wird eine Schar von Predigern geben, weltweit, im Geist des Elia. Und sie werden das wahre Evangelium verkündigen. Und sie werden einschließen, das, was Jesus ausgelassen hat, den Tag der Rache unseres Gottes. Und sie werden die religiöse Welt extrem erschüttern. Und das braucht die, um wach zu werden. Der religiöse Mensch muss erschüttert werden. Deswegen hat Jesus so geredet: Ihr Otterngezücht, wer hat euch die Idee gegeben, ihr könnt dem Gericht entfliehen? Er hat sie geschockt damit.
Das waren doch alles bibelwissende Leute. Der hat die geschockt. Warum? Weil das die einzige Chance ist für den religiösen Menschen, nochmal zur Besinnung zu kommen und aus seinen Umstrickungen und Umgarnungen und Schlingen des Feindes, in die er sich hineingewickelt hat, irgendwie herausgerettet zu werden. Das ist die einzige Chance. Einem Pharisäer zu sagen, Gott liebt dich. Er sagt, hey, das weiß ich. Das nützt überhaupt nichts. Du musst sein Gewissen anrühren. Du musst ihn schütteln und rütteln. Das ist, was der religiöse Mensch braucht. Und das ist die einzige Chance, dass er zur Besinnung kommt und dass er Buße tut. Und das wird eine Predigerschaft tun, die im Geist des Elia kommt. Und die wird das Kommen Jesu vorbereiten. Und das wird die religiöse, christliche Welt radikal bis in die Grundfesten erschüttern. Und es wird eine massive Verfolgung auslösen, die von Christen gegen Christen ausgeht. Die erste Verfolgungswelle, die kommen wird, ist eine Verfolgung von Christen gegen Christen, von sogenannten Christen gegen Christen. Und die allermeisten Gemeinden glauben das nicht, bereiten sich deswegen auch nicht darauf vor und sagen, ja, wie können wir sicherstellen, dass wir in diesem Auseinandersetzung auf der richtigen Seite stehen. Sie glauben das gar nicht. Sie glauben nicht, dass es eine Verfolgung geben wird von Christen gegen Christen. Jesus hat das prophezeit. Die werden sogar glauben, dass sie Gott einen Dienst tun, wenn sie Christen ins Gefängnis werfen oder töten. Das ist die ultimative Verblendung und Täuschung. Sie dienen dem Teufel und sie glauben, sie dienen Gott. Mehr Verblendung geht nicht. Das ist die ultimative Form. So, all das ist beinhaltet in diesem kleinen, harmlosen Wörtchen der Eifer Gottes. Der Eifer Gottes. Und jetzt kommen wir noch zum Schluss, zum zweiten Punkt. Das war der erste Punkt. Gott hat Eifer. Haben wir den verstanden? Gott hat Eifer. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Dieser Eifer kann, soll und muss in uns wohnen. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir sicherstellen, dass wir in 20 Jahren immer noch auf gerader Straße unterwegs sind. Dass wir nicht abgedriftet sind, dass wir nicht lau geworden sind, dass wir nicht passiv geworden sind, dass wir nicht uns irgendwie was Nettes in die Tasche lügen und ganz anderen Dingen uns widmen, sondern dass wir wirklich auf Ziel bleiben, auf Spur bleiben, konzentriert und fokussiert leben. Es braucht den Eifer Gottes. Das ist das Einzige. Wenn wir in unserem eigenen Eifer gehen, ich will mein Reich bauen, ich will berühmt werden, ich will ein großes Ministry haben, das mag für 10, 20 Jahre Power geben und dann ist fertig. Und wie viele ausgebrannte Pastoren gibt es, die heute Versicherungen verkaufen oder Schlimmeres? Und nichts mehr mit Reich Gottes, nichts mehr mit Bibel zu tun haben wollen. Sagen, ja, das war mal eine Phase in meinem Leben, da war ich irgendwie dumm, aber jetzt bin ich clever, jetzt verkaufe ich Versicherungen. Hey, hallo. Ja. Und das Wunderbare ist, die Bibel zeigt uns, ja, wir lesen 2. Korinther 11, der Eifer Gottes wohnte und wirkte in Paulus. Dann sagen wir, ja, aber das war Paulus, der große Apostel, der sollte schließlich 2/3 des Evangeliums schreiben. Nein, er war einer von vielen, in denen das lebte. Er sagt zum Beispiel, Gott sei Dank für Titus, dem Gott Eifer für euch ins Herz gegeben hat. So, da war Titus, der war kein großer Apostel, da war kein riesiger Dienst wie bei Paulus und trotzdem derselbe Eifer wohnte in seinem Herzen. Und ich glaube, dass da ein Zusammenhang ist. Titus war nah dran an Paulus. Und wenn du nah dran bist an Menschen, die brennen, weißt du, was passiert? Du wirst auch brennen oder weglaufen. Du wirst auch brennen oder weglaufen. Was anderes gibt es nicht. Und Titus war zu nah an Paulus, deswegen hat er auch gebrannt. Halleluja, das war sein Fehler. Nein, das war kein Fehler, das war genau richtig. Ja. Halleluja. So, das ist normal. Deswegen gibt es einen Befehl, Römer 12. Seid brennend im Geist. Das ist ein Befehl, kein Vorschlag, kein irgendwie, wäre doch nett, wenn, überleg doch mal, vielleicht ging das mal temporär für eine Weile oder so. Und da sehen wir auch, wofür wir den Eifer Gottes brauchen. Ja, das ist die Waffe gegen Trägheit. Im Fleiß lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Hebräer 6, Vers 11, wir sollen Eifer beweisen. Warum? Damit wir nicht träge werden.
Die große Gefahr ist, träge zu werden im geistlichen Leben, aufhören zu fiebern, zu brennen, zu kämpfen und vorwärts zu gehen und irgendwie zu denken, ja, ich habe genug gemacht, jetzt lass die anderen mal, ich kann nicht mehr, ich brauche jetzt erstmal eine Auszeit und so geht es nicht mehr und ich bin am Ende und ich habe genug gekämpft. Nein, du sollst kämpfen bis zu deinem letzten Atemzug. Vielleicht wird dein Kämpfen, wenn du 95 bist und bist im Seniorenheim, anders aussehen als jetzt. Aber du wirst kämpfen, du wirst beten, du wirst das Feuer Gottes heranrufen, du wirst Festungen niederreißen, du wirst gewalttätig sein im Geist, du wirst Dinge tun und du wirst durch deine Fürbitte gewaltige Schubkraft im Geist freisetzen für andere Männer und Frauen Gottes, die noch unterwegs sein können. Aber du im Altenheim bist nicht mehr unterwegs, du sitzt in deinem Lehnstuhl. Aber du rufst das Feuer Gottes runter. Und du gibst Schubkraft für die Prediger und für die Leiter und für die Ältesten. Du bist immer noch dabei, bis zum letzten Atemzug. Mir gefällt der Müller. Halleluja. Bis ins hohe Alter hat er gedient und gewirkt und war ein gewaltiger Segen. Und als sie am nächsten Morgen ihn gefunden haben, an seinem letzten oder in seiner letzten Nacht, er war im Gebet. Halleluja. Er war nicht Demenz, er war nicht irgendwie bei Kreuzworträtsel oder so, da ist er gestorben, sondern im Gebet. Halleluja. Wie möchtest du sterben? Hast du schon Pläne gemacht? Es wird Zeit, dass du Pläne machst. Wie möchtest du sterben? Auf eine Art und Weise, dass Gott zu den Engeln sagt, guckt ihn an. Das ist, wie ich es haben wollte. Oder möchtest du, dass Gott sagt, schaut nicht hin, es ist erbärmlich. Wie möchtest du sterben? Das ist ein guter Gedanke. Hey, ich habe das Leben noch vor mir. Ja, aber den Tod auch. So mach einen Plan, wie du sterben möchtest. Und sterben im Gebet finde ich gewaltig, finde ich großartig. Halleluja. Eifer beweisen, damit wir nicht träge werden. Halleluja. Halleluja. Jesaja 40, Vers 30. Jünglinge ermüden und ermatten. Das sind die, die voller Power sind, voller Elan, voller Pläne, voller Enthusiasmus und das Wort Gottes sagt, die Jünglinge ermatten und junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, immer wieder neue Kraft. Auf den Herrn harren ist der Schlüssel. Sie heben die Schwingen empor wie Adler. Sie laufen und sie ermatten nicht. Die anderen ermatten, aber sie ermatten nicht. Sie gehen und sie ermüden nicht. Das ist das Bild eines Menschen, der angetrieben ist von diesem inneren Vulkan, von diesem inneren Atommeiler, von diesem Eifer Gottes. Halleluja. Sie gehen weiter und weiter und weiter und machen keine Pause und ermüden nicht, sondern sie haben Kraft und sie haben Motivation, sie haben Verlangen. Und wie können wir das haben? Nun, hier steht es, auf den Herrn harren. Was bedeutet das? Das ist für mich ein anderes Wort für Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Denn es ist Gott, der Geist, der in dir wohnt. Und er ist der Eifer, er ist der Brennende, der Feurige. Er ist in mir und er ist der Motor. Und auf ihn zu harren heißt, immer wieder innezuhalten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wie Paulus das sagt, 2. Korinther 13, 13. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Du kannst nicht Händchen halten mit dem Heiligen Geist und ohne Eifer sein. Das wird nicht funktionieren, weil er steckt dich an. Er ist deine Kraft, er ist dein Motor. So, wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben, wir wollen ihn suchen und wir wollen ihn ehren, wir wollen ihn anerkennen. Mach dir das zu einer Gewohnheit, wann immer der Heilige Geist dich segnet. Du kriegst Offenbarung aus der Schrift, du wirst gebraucht für einen Kranken zu beten und Gott schenkt Heilung oder du hast ein Wort der Prophetie oder du ermutigst einen Menschen. Wann immer der Geist Gottes durch dich wirkt und viele Dinge sind unscheinbar und sind nicht dramatisch. Wir denken immer, das Wirken Gottes muss extrem dramatisch sein. Es gibt einen Großteil des Wirkens Gottes, was nicht dramatisch ist. Du bist zu Hause und betest und dir kommt das Gesicht eines Menschen und du fängst an, für den zu beten und segnest ihn. Das ist nicht dramatisch, aber es ist übernatürlich und es ist der Heilige Geist. Und er will dich gebrauchen und er will, dass du ein Kanal wirst seiner Segenströme hin zu anderen. Aber bevor der Dienst kommt, kommt die Gemeinschaft. So, wir wollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Das sieht für mich so aus. Ich erkenne immer wieder an, du bist da.
du bist in mir. Ich sehe dich nicht, ich fühle dich nicht, ich erlebe nichts, aber ich weiß, du bist da und du bist treu und du willst das tun, du willst das tun, du willst das tun, du willst mich in alle Wahrheit leiten, du willst mich überführen von Dingen, die nicht in Ordnung sind, du willst mir helfen, du willst mir Weisheit geben, du willst mir das tun, du willst mir da und da und da und da Dinge tun. Ich denke über, was er tun will und das bringt Dankbarkeit. Wow, wie gut, dass ich den Helfer habe, wie gut, dass ich nicht alleine bin, wie gut, dass ich nicht auf meine Kraft und meine Weisheit und meine Möglichkeiten angewiesen bin. Er ist wirklich der Helfer, er ist ganz nah. Und jedes Mal, wenn ich erlebe, dass er durch mich gewirkt hat, ich nehme mir Zeit und sage, Heiliger Geist, hast du wunderbar gemacht. Und ich weiß, ohne dich hätte ich das nicht tun können und ich gebe dir alle Ehre. Weil die große Gefahr ist, dass Gott uns gebraucht und wir dann uns selber die Ehre geben. Und sagen, habt ihr alle gesehen, wer hier geistlich ist, wer hier die Power hat? Habt ihr gesehen, wer gesalbt ist? Habt ihr das jetzt mitgekriegt? Ja. Und wir wollen angebetet werden. Und das muss sterben in uns. Das ist die große Tücke von gesalbten Lobpreisleitern. Ja. Sie nehmen den Applaus für sich selber. Statt zu sagen, Heiliger Geist, warum die jetzt begeistert sind, ist, weil du durch mich gewirkt hast. Das ist der Grund, warum Menschen entzündet sind, warum Menschen berührt sind, warum Menschen begeistert sind. Das hat nichts mit mir zu tun. Der hätte sich auch einen Esel hinstellen können. Der hätte genauso gejubelt und geklatscht und wäre genauso begeistert gewesen. Du kannst durch Esel reden und du kannst auch durch mich reden. So gründen wir uns in der Demut und so bewahren wir uns davor, die Segnungen, die Gott uns gibt, zu benutzen, um uns groß zu machen. Wir haben eine Tendenz. Wenn Gott Heilung schenkt, wenn Gott gewaltige Dinge tut, wir haben eine Tendenz, diese Dinge zu nehmen, um uns einen Thron zu bauen. Und das ist das Ende unseres Dienstes, bevor wir überhaupt angefangen haben. Und das darf nicht sein. Aber wenn wir uns zur Regel machen, wann immer du merkst, der Heilige Geist bewegt dich und fließt durch dich. Das kann auch zu Hause einfach vollmächtiges Gebet sein. Du merkst, der Geist kommt auf dich und du betest und du proklamierst etwas in der unsichtbaren Welt. Du sprichst Verheißung Gottes mit großer Kraft aus. Niemand sieht das, niemand hört das. Aber du merkst, hey, das war ja nicht ich. Da war er da und er ist durch mich geflossen. Gib ihm die Ehre, danke ihm, sag, wie wunderbar, Heiliger Geist. Bewahre mich davor, mir selber die Ehre zu geben. Bewahre mich, hilf mir, dass ich mehr von dir bekomme. Erweiter meine Fähigkeit, dich zu empfangen und dich durch mich fließen zu lassen. Heiliger Geist, hab mit ihm Gemeinschaft. Sag ihm, was du willst und ehre ihn und erfreue dich an ihm und gründe eine tiefe, feste Freundschaft. Dazu gehört auch, öffne mir die Augen für die Dinge, die dich betrüben könnten. Und Paulus sagt, das Zorn, Lästerung, Bosheit, Bitterkeit, das sind Dinge, die im normalen Leben für viele Christen so häufig und normal und akzeptabel sind. Das Wort Gottes sagt, das behindert und betrübt den Heiligen Geist. Und wenn ich den Heiligen Geist haben will, dann muss ich sagen, hilf mir, das zu sehen und davon Abstand zu halten. Hilf mir, so zu leben, dass du nicht betrübt wirst durch mich, durch meine Reaktionen, durch all die Dinge, die ich mir da so erlauben könnte. Hilf du mir. Wir wollen eine Freundschaft haben mit dem Heiligen Geist und er ist das Feuer in dir. Er ist die Kraft und du wirst nicht müde werden, auch bis ins hohe Alter. Du wirst nicht müde. Vielleicht dein Körper wird müde, aber dein Geist ist lebendig. Halleluja, Halleluja. Wir haben eine Fürbitterin, ist über 80, aber so klar und so entschieden und so wunderbar im Gebet. Oh, das ist eine Freude, das zu sehen. So lassen dich, welchen Plan hast du fürs Alter? Demenz? Irgendwie nicht mehr durchzublicken? Und nur noch so dahin zu vegetieren, das ist nicht für dich. Bis ins Alter will Gott dich tragen, wenn die Haare grau werden und ausfallen. Dein Geist wird immer noch fit sein und du wirst stark sein und du wirst immer noch Teil der Armee Gottes sein. Halleluja, auf andere Art und Weise als in jüngeren Jahren, aber du wirst Teil davon sein. Halleluja. So, wir wollen mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Er ist der Eifer in uns. Es hat nichts mit Persönlichkeit zu tun. Das hat nicht mit südländischem Temperament zu tun oder ein bisschen brasilianisches Blut oder sowas. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Jeder Norddeutsche kann brennen im Geist. Halleluja. Und ein letztes. Ihr Lieben, wir sind fast durch. Einen Punkt habe ich noch. 3. Mose, Kapitel 6.
Und die Kenner wissen schon, was jetzt kommt. Du weißt, 3. Mose, das sind die ganzen Gesetze. Du denkst, oh weh, was kommt denn jetzt? Ja, das kann ich ja auch nicht finden, wenn ich im 5. Mose suche. Ich muss doch in den 3. Dritte Mose. Ja. Die Überschrift heißt Vorschrift über die Ausführung der Brandspeis- und Sündopfer. Du denkst, hey, passt das zum Thema? Hör zu. Der Herr redete zu Mose und sprach, gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz vom Brandopfer. Keine Empfehlung, kein Vorschlag, ein Gesetz. Ein Gesetz vom Brandopfer. Das Brandopfer soll auf seiner Feuerstelle auf dem Altar die ganze Nacht bis zum Morgen verbleiben. Und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen und sein Fleisch in die leinene Beinkleider hüllen und soll die Fettasche abheben, zu welcher das Feuer auf dem Altar das Brandopfer verzehrt hat und sie neben den Altar schütten. Dann legt er seine Kleider ab und ziehe andere Kleider an und schaffe die Fettasche hinaus ab vor das Lager an einen reinen Ort. Aber das Feuer auf dem Altar soll auf ihm brennend erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer der Friedensopfer und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Das ist das Gesetz vom Brandopfer. So sollten die Priester diesen Dienst vor Gott tun am Altar. Was hat das mit uns zu tun? Wir sind Priester. Wir sind Könige und Priester. Und ich glaube, dass wir nur in dem Maße Könige werden oder unser Königtum ausüben können, das heißt zu herrschen, Autorität auszuüben in der unsichtbaren Welt, in dem Maße, wie wir Priester werden. Wir sind Priester Gottes und wir haben einen Altar und Gott hat übernatürlich ein Feuer gegeben, wie auch im Alten Testament manches Mal das Feuer vom Himmel kam und das Brandopfer verzehrt hat. So, das Feuer kommt von Gott, aber hier ist die Aufgabe der Priester, das Feuer, das Gott gegeben hat, jetzt in Brand zu halten. So ist es ein übernatürliches Feuer und es braucht menschliche Aktivität, um das Feuer zu erhalten. Hier siehst du wieder die Zusammenarbeit zwischen übernatürlich und natürlich, zwischen Gott und Mensch. Und es ist die Aufgabe der Priester, dieses Feuer in Brand zu halten. Und dieses Feuer, das Gott in uns entzündet hat, ist das Feuer der Liebe, das Feuer der Hingabe. Und wir müssen dafür sorgen, morgen für morgen, każde utra, dieses Feuer zu pflegen, Nachschub zu bringen, Holz herbeizuholen. Ja, das artet ja richtig in Arbeit aus. Der muss losgehen, der muss Bäume hauen, der muss Holz herbeischaffen. Ja, viele haben eine Idee vom geistlichen Leben, ja, und sie lehren das sogar. Wenn es mit Anstrengung verbunden ist, ist es nicht Gnade. Komisch, dass Paulus das nicht gewusst hat. Wenn Paulus seinen Dienst beschreibt, dann verwendet er ein Wort, was die Hypergrace-Prediger nicht mögen. Mühe. Da ist Mühe, Arbeit, Disziplin, Engagement, Hingabe, Opfer notwendig, um ein geistiges Leben in Brand zu halten. Und deswegen morgen für morgen suchen wir den Herrn und wir beginnen ein Leben. Der Heilige Geist wird uns darin helfen, der Anbetung, der Dankbarkeit. Das ist das Holz, das wir nehmen, darauf brennt das Feuer. Dank, Lob, Anbetung, Hingabe, Proklamation, Zuversicht.
Das ist, was du gesagt hast und das ist, was du tun willst in meinem Leben. Und ich habe ein Recht darauf, diese Dinge, die hier geschrieben sind, in meinem Leben zu sehen. Ich will dich kennenlernen, ich will dir nahe sein, ich will von dir gebraucht werden, ich will mein Leben geben als ein Opfer. Diese Dinge bekennen wir, erklären wir im Angesicht Gottes und wir erfreuen uns an seiner Gegenwart und sein Angesicht leuchtet. Und wir nehmen dieses Leuchten Gottes mit in den Alltag und wir sind ein Repräsentant, ein Botschafter an Christi Stadt. Aber morgen für morgen kehren wir zurück und wir pflegen unser Feuer. Halleluja, das ist unsere Verantwortung, das ist unsere Aufgabe, jeden Morgen. Und das bedeutet, ob du Lust hast oder nicht, wird nicht gefragt. Ob die Sonne scheint oder es hagelt und stürmt, uninteressant, du tust deine Pflichten. Unabhängig von wie es dir geht und ob gerade schlimme Dinge in deinem Leben passiert sind und du durch eine schwierige Zeit gehst, vielleicht wird dein Jubel nicht so laut sein, eher gedämpft und das Halleluja wird das Kleine sein, macht nichts, du bringst dein Opfer. Deswegen heißt es Lobopfer, weil es ein Opfer ist, weil es dir nicht immer so leicht von den Lippen kommt. Manchmal möchte was anderes kommen, stöhnen, jammern, klagen. Sieht das denn keiner, wie es mir geht und warum guckt keiner und ich bin ganz alleine und auch die haben alle mich verlassen, alle gucken auf sich selber, nur ich gucke auf mich, oh, ist das schlimm. Ja. Selbstmitleid ist eine Riesengefahr und Selbstmitleid kommt immer dann, wenn du enttäuscht wirst, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du haben möchtest. Aber erlaube nicht Selbstmitleid, dein Feuer zu löschen. Sondern lass es brennen und preise Gott und gib ihm Ehre, auch wenn es ihm schwerfällt. Es gibt Tage, wo ich Gott sage, du sollst das wissen, heute fällt es mir nicht leicht, dich zu preisen. Aber ich preise dich, weil ich dich liebe und weil du es geboten hast und weil du es verdienst und weil du würdig bist. Und ich bete dich an, mein Gott, weil du es verdienst, weil du würdig bist. Nicht, weil es mir toll geht, sondern weil du Gott bist und du bist herrlich. Das wollen wir lernen und daran wollen wir immer beständiger werden. Halleluja, so sind wir wahre Priester vor Gott. Und das Feuer wird brennen. Halleluja, und es wird nicht verlöschen, so wie es das Gesetz verlangt. Ist das gut? Wollen wir das tun? Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du uns rufst zum Priesterdienst, dass du uns rufst, ein Segen zu sein in dieser Welt. Und das können wir nicht mit unseren Ideen und Programmen und Armenspeisungen und Gemeindelotteriefeste oder irgendwas, sondern wir müssen Botschafter werden deiner Liebe, deines Erbarmens, deines Eifers, deiner Kraft, deiner Wahrheit. Und dein Eifer muss in uns wohnen. So wir machen das neu fest. Mehr Disziplin, mehr Zuverlässigkeit in unserem Dienst als Priester vor dir. Wir werden nicht erlauben, dass schlechte Stimmung oder Traurigkeit oder Entmutigung oder Selbstmitleid uns abhält, deine Priester zu sein. Wir stehen vor dir morgen für morgen und wir tun unsere Pflichten und du wirst geehrt werden. Und du wirst das Feuer in uns am Leben erhalten und wir werden laufen und nicht müde werden. Und wir werden unseren Lauf vollenden bis ins hohe Alter. Und die Art und Weise, wie wir sterben, wird dich verherrlichen. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, deine Priester sein zu dürfen. Danke für deinen Eifer. Danke für den Eifer, der in uns Wohnung nimmt und immer mehr die treibende und bestimmende Kraft wird in unserem Leben. Wunderbar, Gott, wir ehren dich. Halleluja. Amen. Amen.